Mr. Temp. Ganz genau der. Ich wurde reingelegt. Von wem, Sammy? Vom Marquis. Der Marquis schon wieder. Und eingereicht in West London, Sir, wie die anderen zuvor. Von wem ist es? Sir Graham. Ah. Danke für die Postkarte, Stop. Sammeln Sie dringend alle verfügbaren Informationen über Rita Cartwright, letztes Opfer der Marquis-Morde, Stop. Paul Temple, Continental Hotel, New York. Temple, sehen Sie sich vor, das ist eine Warnung. Der Marquis. Jedes Mal wurde das Opfer erschossen und anschließend in den Fluss geworfen. Mich beschäftigt, dass es keinerlei Verbindung zwischen diesen drei Leichen gibt. Welcher Art, Herr? Na, zumindest ein kleiner Hinweis über die Identität dieses Marquis oder sein Motiv. Saki! Er ist doch nicht tot, oder? Nein, ist er nicht. Ich erwarte Sie um 20 Uhr wie telefonisch vereinbart. Gezeichnet der Marquis. Dann wurde auf ihn geschossen. Der Marquis schon wieder? Temple, das ist grauenhaft. Vor allem, weil ich dachte zu wissen, wer der Marquis ist. Aha. Aber die Polizei will davon nichts wissen. Darum war ich so scharf darauf, Sie zu sehen. Denn Sir Graham hört auf Sie. Und ich dachte, wenn ich es Ihnen erzähle, würde er mir eher weiterhelfen. Ich gebe mein Bestes. Was nun? Schon mal von jemandem gehört namens Felix Rayburn? Sir Felix Rayburn? Das ist doch dieser Forscher, oder? Ein hässlicher Bursche. Paul, hat er gerade geblinzelt? Das ist der altägyptische Gott der Dämmerung. Die Zeit des Schlafens und die Zeit des Erwachens. Darum erscheint es so, als würden seine Augen blinzeln. Sir Felix Rayburn? Mein Name ist Paul Temple. Das entnahm ich Ihre Karte. Und das ist Ihre Frau? Guten Tag. Ich aber vergessen Sie nicht, dass Temple ein enger Freund von Sir Graham ist. Es ist mir egal. Entweder handhabe ich den Marquis-Fall auf meine Weise, oder ich kündige. Als ich aus der Sinai-Wüste zurückkehrte, brachte ich ein Geheimnis mit mir, das entweder der größte Fluch oder der größte Segen für die Menschheit sein kann, je nachdem, wer es in Händen hält. Hände hoch! Was zum Teufel ist? Der Zaun ist elektrisch. Was? Nein, nein, nicht das Tor anfassen. Der ganze Zaun ist geladen. Wie kommen wir jetzt raus? Überlassen Sie das mir. Wir können von Glück sagen, dass wir überhaupt noch am Leben sind. Was ist denn passiert? Der Marquis hat versucht, uns zu erledigen. Paul! Etwas hat mich berührt. Was war das? Nicht bewegen, Steve. Bleib vollkommen ruhig stehen. Unsere Zeit ist beinahe um. Möchten Sie noch ein letztes Wort an unsere Zuschauer richten? Oh ja, möchte ich. Eine weitere Plattitüde. Verbrechen zahlt sich nicht aus. Außer für uns Krimi-Autoren. Auf Wiedersehen und viel Glück.